Herzlich willkommen, mein Freund, zum neuen Video auf meinem Kanal. Es sind neue SPCs gekommen, die werden wir heute auf jeden Fall abschließen. Hier drei Stück, die werden wir auf jeden Fall machen. Es gibt auch hier noch einen Jonathan Tah, 85er Karte ist auch gekommen. Allerdings muss man hier erstmal für die eine Karte hier, für die hier, erstmal 10 Spiele machen. Zeige ich euch, könnt ihr in der Wochenaufgabe euch einfach holen. Ihr müsst bei der Wochenaufgabe, wie gesagt, sein, beim ersten. Wochenaufgaben hier. Der Weg ins Finale, man muss 10 Rivals-Siegen holen, muss dann mit einem Bundesligaspieler halt ein Tor schießen. Ja. Relativ einfach, müsst ihr halt 10 Tore schießen mit einem Bundesligaspieler. Werde ich mir natürlich auch mal noch ein paar Bundesligaspieler die Tage kaufen, dass wir das auf jeden Fall machen können. Hier könnt ihr euch noch 2 Foot-Tauschspieler holen, da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu holen, weil wenn ihr auch nur zum Beispiel 13 bekommt, bekommt ihr ein 100k-Pack einfach so geschenkt. Fangen wir mit der ersten SPC an, Torriecher nennt sich die. Ist relativ easy, die immer abzuschließen. Also ihr seht, man muss meistens nur normale Goldspieler reinklatschen. Hier muss man halt 2 Ligue 1 Spieler reinballern. Ich weiß jetzt nicht, ob die so teuer sind, aber ich habe die meisten eh sehr, sehr günstig gehabt oder einfach als Erstbesitzer. Also die werdet ihr wahrscheinlich für 500, 600 bekommen. Dann macht ihr es halt so wie ich, dass ihr jetzt so Vierecke da baut mit Rechtsverteidiger RM, habe ich ihn hier, ZM, und dass die halt zueinander linken, und hier dasselbe mit der holländischen Liga habe ich das gemacht, weil ich da einfach viel im Verein habe, und hier macht ihr einfach ein Dreieck, easy. Könnt theoretisch hier auch noch einen Torwart nehmen, der Franzose ist, aber ja, ihr seht, 70 Teamchemie, das sollte jeder easy hinbekommen, gehen einfach mal durch. Ich muss das hier jetzt nicht, ja, unendlich lange hier zeigen, weil das wird jeder wirklich easy hinbekommen können. Ich möchte euch einfach nur zeigen, was wir hier ziehen. Vielleicht ziehen wir heute was Nices, wäre auf jeden Fall nice. Goldspielerpack ist gar nicht so schlecht. Heiß gelaufen, hier bekommt man 2 Champions League Karten, das ist natürlich wieder nice und kostet auch nicht so viel. Ich glaube auch so um die 10.000 wahrscheinlich. Also ihr seht hier, okay, die meisten haben wir eh gezogen in den 100k-Packs oder in den Rivals-Belohnungen. Also seht, ich musste keine einzelne Karte kaufen für die gesamten Sachen. Deswegen ist das natürlich sehr, sehr gut. Also jetzt kommen wir zur Perfektion, so wie man natürlich auch meinen Spielstil nennt in FIFA. Hier müssen wir 2 Champions League-Karten abgeben. Ihr seht hier, ja, Non-Wear muss man hier abgeben, und da hatte ich gerade mal noch die 2 im Verein, zum Glück hatte ich die noch im Verein, sonst hätte ich wahrscheinlich 2 richtig teuer kaufen können. Rotri hat einen 83er, aber ich möchte jetzt keinen kaufen für 3-4k, deswegen haben wir das so abgegeben. Hier haben wir noch 2 so rumliegen, die bringen aber eh nichts, deswegen senden wir das einfach ab, hoffen natürlich, dass wir wenigstens so 1-2 leckere Spieler ziehen. Gucken wir mal, was wir hier bekommen. Goldspieler-Set klein. Fangen wir mit dem ersten Set an, mit dem seltenen Goldspieler-Set klein. Schauen wir mal, was wir jetzt hier rausbekommen. Von dem Pack erwarte ich nichts, weil das ist einfach das Schlechteste. Gucken wir mal. Und selbst hier bekommen wir schon mal eine Leinwand. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Frankreich mit Tolisso. Ja, gibt es glaube ich nur Tolisso. Der geht immerhin so für 2000. Das ist recht ordentlich. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, der Rest ist halt jetzt nicht so nice. Aber egal, nehmen wir mit. Ist okay. Goldspieler-Pack. Ich weiß nicht, was das für ein Pack ist, aber es ist, glaube ich, ein besseres Pack wie das eben. Schauen wir mal, was wir jetzt hier rausbekommen. Leinwand wäre auf jeden Fall wieder nice, aber anscheinend kriegen wir hier keinen. Ja, Shaw von Menu. Schade. Ein seltener nur. Ja, dass man damit nichts reisen kann, ist klar. Also das Pack ist jetzt auch, ja klar, die werden irgendwann mal viel bringen. Vielleicht sind die meisten auch jetzt gerade viel wert. Schaut die am besten nach, wenn ihr viele habt, dass ihr da ja am besten jetzt verkauft. Jetzt bekommen wir hier 2 Champions League Packs und hoffen natürlich, dass wir hier was Gutes ziehen. Machen das einfach mal auf, das erste. Komm, ey, gib mir was Gutes. Schon mal, okay. Das sind Non-Wares, okay, ja. Das wusste ich nicht, ich dachte, das sind seltener, aber ja. Ich dachte, jetzt kriegen wir was Gescheites, aber 2 aus der Bundesliga. Ah, die sind tauschbar. Und die werde ich sofort verkaufen, ne? Also das ist da. So, und dann haben wir jetzt nochmal eins von diesen Champions League Packs. Machen wir natürlich auf. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir diesmal was Besseres, also was Wertvolleres, aber ja. Ist okay, die bringen ja alle 4K und die kann man gut verkaufen. Ja, besser wie nichts, aber nehmen wir natürlich gerne mit. Ich habe die SPCs auch, ja, so im Endeffekt dann für, ja, umsonst gemacht. Also wir kriegen hier 4K aus jedem raus. Wird man kein Plus oder Minus machen, denke ich jetzt mal. Wenn man alle 3 SPCs macht, wird man wahrscheinlich, wenn man nichts Gutes zieht, auf 0 rauskommen. Ist okay, wie gesagt, kann man mit leben. Packen wir den noch auf die Transferliste, Freunde. Und dann würde ich sagen, wäre es das mit diesem Video gewesen. Relativ kurz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.